Hallo und willkommen zurück zu Enderal. Zuerst möchte ich auf einen Kommentar eingehen vom Zuschauer Lücke, der mir da sehr viele nützliche Tipps gegeben hat. Vielen Dank dafür. Und darunter beispielsweise, um die Performance zu verbessern. Da hatte ich, nachdem ich da anfangs ein bisschen rumprobiert hatte, auch nicht mehr weiter nachgeguckt. Er meinte, dass man Anti-Alias ausstellen sollte und FXAA an. FXAA war mir vorher überhaupt kein Begriff. Das ist, habe ich mal nachgeguckt, das ist irgendwie, ich sag mal, Anti-Alias-Kantenglättung für Arme. Verbraucht aber weniger Prozessorleistung. Jetzt habe ich das so gemacht. Also ich habe dieses Filtering-Dings da, antisotropisches Filtering und Kantenglättung habe ich ausgemacht und dafür FXAA an. Und ja gut, ich habe jetzt nicht per Fraps eingeblendet, wie viel FPS hier sind und ob das jetzt wirklich schneller ist, ist wahrscheinlich sowieso sehr schwer zu beurteilen. Das Spiel läuft ja bei mir eigentlich auch ganz gut, aber in dem Moment, wo ich hier Fraps anmache, zieht das Spiel irgendwie in die Knie. Dazu hatte ich auch schon V-Sync ausgemacht, weil das ja auch da noch das irgendwie mit beeinflusst, auch weil ich zwei Bildschirme hatte. Ich kann mich nur noch erinnern an den Spielen davor, die hatten immer irgendwie dann die Framerate sogar limitiert auf 30. Das kam mir hier auch so ein bisschen vor. Also durch Fraps und diese Kombination mit zwei Bildschirmen. Aber, ja gut, also ich meine, ich kann ja hier jetzt, merke ich auch schon, dass es jetzt nicht perfekt flüssig läuft. Aber hier kann man schon sehen, dass es jetzt keine 60 Frames oder sowas sind. Aber es läuft auf jeden Fall okay. Wobei es war ja auch vorher spielbar, aber 20 bis 30 FPS ist halt nicht schön. Dann andere Tipps zum Spiel. Achso, ja, Schatten habe ich noch runtergesetzt. Das war eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich. Das war auch, hätte ich auch so schon vorher machen können. Ich hatte vorher alle Einstellungen auf Mittel gesetzt und jetzt habe ich die Schatten halt auf Niedrig gesetzt. Die waren auch vorher schon hässlich, glaube ich. Und, ja. Jetzt sind sie, glaube ich, gar nicht da. Naja. Macht dann auch keinen Unterschied mehr. Dann, ich mache hier mal gerade ins Menü, bevor ich, dann, weiterer Tipp war, dazu gehe ich mal ins Charakter-Dings. Weiterer Tipp war, Schlossknacken nicht zu erhöhen, weil das bereits durch diesen Tree abgedeckt ist, den ich hochskille. Das macht Sinn. Ich hatte da ja auch noch nicht wirklich nachgeguckt, wie die zusammenwirken. Passt aber auch zu dem, was ich zur Rhetorik gefunden hatte. Da hatte Lücke empfohlen, Rhetorik als erstes voll aus, oder er hatte empfohlen, das voll auszubauen, weil das halt massiv die Preise senkt. Und das hatte ich dann auch. Ich hatte ja im Forum gefragt, ob Rhetorik sich mit diesem Skill addiert. Da konnte mir zwar auch keiner was genau sagen, aber dort wurde auch gesagt, er hätte Rhetorik auf Maximum hochgebracht und als finde ich das wahrscheinlich so auf Anhieb nicht mehr. Rhetorik. Sure AI Cordano. Gucken wir mal, ob wir das finden. Jawohl. Da hatte Yaku im Forum geschrieben, ich habe Rhetorik auf 100 gebracht. Ich kann dir leider nicht sagen, ob es Optionen gibt, die ohne hohe Werte nicht frei sind. Vermute ich mal nein. Allerdings gehen die Preise linear skaliert deutlich runter mit Rhetorik. Gerade im Low-Mid-Level ist das wirklich nützlich, da man sich sonst die Meisterbücher erst sehr spät leisten kann. Also ich denke, das macht schon Sinn und vor allen Dingen macht das Sinn, das am Anfang zu erhöhen. Dann meinte Lücke noch, dass Handwerkskunst nicht so prall ist, weil man sich die Sachen, die meisten Sachen, die man sich holt, sowieso später, dass man die sowieso findet und mit Handwerkskunst jetzt nicht wahnsinnig viel tut. Für Verzauberung gilt dann quasi das Gleiche. Taschendiebstahl bin ich jetzt persönlich kein Fan von, deshalb werde ich das eh nicht trainieren. Alchemie. Das war zwar mit eine Sache, die er dann mitempfohlen hatte, aber ich persönlich weiß, dass ich die Tränke sowieso nie trinke. Also rein zum Geld machen ist es mir das jetzt nicht so super wert. Also ich denke, ich werde doch in Handwerkskunst gehen. Also erstmal alles in Rhetorik rein und dann mal gucken, Handwerkskunst und die Sachen, die anderen erstmal ignorieren, soweit.
Und dann waren noch ein paar Tipps zu den Magiebäumen, wo ich ja jetzt auch noch nicht wirklich reingeguckt hatte. Meditation. Wo sind denn diese Meditationsdinger drin drunter? Ja. Ne, es ist alles. Okay. Ach, da gibt es auch noch erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Das ist mir gar nicht bewusst. Okay, Meditation. Dann machen wir das hier gerade mal. Da gibt es ein paar... Moment. So, das ist ja hier dieser Tree, den ich im Moment... den ich hoch machen könnte. Geisterlauf, Krieger der Schatten. 50% mehr Schaden. Ja, das wäre natürlich schon ganz cool. Aber, worum es mir jetzt hier ging, waren noch andere Sachen. Das hier war dieses Magie-Dingens da, oder? Ne, das ist Klingentänzer. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ne, im Taumaturgbaum. Sinistrop. Taumaturg, das ist das hier. Doppelter Manipulationszauber. Ermöglicht es euch, eine besonders mächtige Version eines mentalen Lichtzaubers zu wirken, wenn ihr diesen in beiden Händen ausgerüstet habt und sie gleichzeitig wirkt. Ah, okay, nee, das ist es nicht. Mentallehrling. Mana-Kosten. Ne? Tiefenkonzentration. Kannst du dir auch mal anschauen? Für die Buffs, die halten recht lang durch diesen Doppelwirken-Skill. Ja, vielleicht ist das aber zu hoch. Mana. Ich guck mal. Heilt euch mehr. Gegen Untote. Naja. Ambrosia. Mana-Kosten. Und eine andere Sache. Ah, das hier ist es. Oder? Sekundenwirkungsdauer zieht 40%. Ja, das ist was Besonderes. Eine besonders mächtige Version. Ja, vielleicht ist das das, dass das dadurch mehr länger wirkt. Ah, okay, und das hier dann um Arkanisten-Dings. So, das ist halt auch ein... Damit könnte man Rüstzauber noch verbessern. Ja, da weiß ich nicht. Okay, das ist anscheinend hier überall. Dann war noch was anderes. Arkane Beeinflussung. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo das drin ist. Doch, da war das doch. Verzauberungen sind um 30% wirksamer. Ihr erhaltet die Fähigkeit Segen der Disziplin, die es euch erlaubt, euer Arkanistenfieber. Okay. Also mit Verzauberungen sind anscheinend alle Buffs auch durch Sets und so weiter, durch Rüstungen gemeint. Und das wäre halt schon ein permanenter Buff, den man die ganze Zeit mit sich rumträgt. Das heißt, das wäre schon auf jeden Fall sehr sinnvoll, wie er auch schreibt. Ja. Und damit hätten wir da, glaube ich, auch alles. Bis zum nächsten Stufenaufstieg dauert es jetzt noch. Und er meinte auch schon selber, bis auf 41 gespielt zu haben und immer noch ordentlich Content nicht gemacht zu haben. Also die Maximalstufe, die ist wohl dann doch noch ein wenig höher als 40. Es sei denn, es könnte sein, dass das einen Softcap hat, so gesehen. Ja, es hat ja so oder so einen Softcap. Aber das, sagen wir mal,
von 48 bis 38 bis 39 würde man, sagen wir mal, 10.000 brauchen, von 39 bis 40 dann 12.000 Erfahrungspunkte und dann irgendwie von 41 auf 42 auf einmal 20 oder 30.000 Erfahrungspunkte. Wenn das natürlich so exponentiell auf einmal ansteigt, dann würde man ja trotzdem die Erfahrungspunkte sehr die Stufe sehr limitieren können. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Das ist nur der Wind. So, wir mussten jetzt, glaube ich, erstmal wieder zurücklaufen, um Zeug zu verkaufen. Wir könnten natürlich auch wieder hier zu unserer Freundin laufen. Das werde ich auch tun. Und das ist der kürzere Weg. Naja. Ah, doch. Sich an der Seite hochlatschen. Naja, da gibt's auch keinen gescheiten Weg runter. Muss gleich mal gucken, wie man am besten wieder hochkommt. Naja, wieder diese Treppe hochsteigen. Ah, es geht schon irgendwie. So. Grüße. Grüße. Natürlich. Dann können wir hier auch direkt mal gucken, ob die denn Rhetorikbücher verkauft. Dann bauen wir das auch direkt mal aus. Lehrling war, glaube ich, das niedrigste. Bis 25, ja. Hat sie aber nicht. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob die... Ob das Lehrlingsbücher sind oder ob die... Der Schattentänzer. Ist das wieder so ein Questbuch? Ich habe ja sowieso... Na, ist egal. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Natürlich. Natürlich, okay. Das kaufe ich jetzt mal. So. Schreitet wohl. Ja. Das ist tatsächlich eine Quest gewesen. Der Wanderer erzählt von einem Meuchelmörder, der sein Handwerk mit Entropie und Psionik verband. Aha. Wenn ich in Enderals Wildnis überleben will, muss ich meine Fähigkeiten ausbauen. Vielleicht kann ich in Bibliotheken, Ruinen oder durch Gespräche hilfreiche Hinweise erhalten. Der Wanderer erzählt von einem Meuchelmörder, der sein Handwerk mit Entropie und Psionik verband. Na, dann lesen wir das hier mal gerade. Erzählungen des Wanderers, der Schattentänzer. Das Credo der ewigen Wanderschaft ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Niemand sieht die Welt so, wie ich sie sehe. In ihrer rohesten, ursprünglichsten Form, ohne die zahlreichen Schleier, die über ihr liegen. Mit einem Blick... Achso, falls jemand weiß, was diese Klassen hier auf sich haben, also was diese Kombination... durchsucht die Welt nach Hinweisen für Kombinationen. Wenn ihr wisst, was das bringen soll, wenn das eine bestimmte Kombination ist, dann lasst es mich wissen. Oder ob das einfach nur, ob das die Anzeige hier quasi nur Flavor ist. Also nochmal.
Erzählung des Wanderers, der Schattentänzer. Das Credo der ewigen Wanderschaft ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Niemand sieht die Welt so, wie ich sie sehe, in ihrer rohesten, ursprünglichsten Form, ohne die zahlreichen Schleier, die überliegen, mit einem Blick, der nicht von Hass oder Gutgläubigkeit getrübt ist. Mein Schicksal als Wanderer hat sich schon ab dem ersten Atemzug begonnen, den ich genommen hatte, nachdem ich den Leib meiner Mutter verlassen hatte. Die Ausbildung zu dem, was ich bin, verlangt völlige Unterordnung aller Gefühle. Sie ist hart, ausdauernd, rau, Konzentration auf eine einzige Aufgabe. Was für einen Zweck es hat, die Kampfstile der Welt zu sammeln, das fragt ihr euch sicherlich. Wenn ihr ahntet, niemand vermag es sich vorzustellen, nicht einmal ich. Es dient einem höheren Zweck. Es ist eine Lebensaufgabe, die Zeit kurz nach dem Ende meiner Ausbildung im Kloster der Meister, als ich noch jung und unbeschwert wanderte, entspringen viele abenteuerliche Geschichten und Begegnungen. Diese ist eine davon, eine der ersten. Etwas war anders an jenem Tag. Die Raben auf dem Dachgiebeln kündeten davon, die Luft lastete auf den Schultern, schwer wie eine Kette aus massiven Steinen. Der Lebensmut versank einem in dem dunstigen Meer aus Trübsal, das alles über allem schwebte. Die Sonne war noch nicht einmal aufgegangen. In der Nacht hatte es Frost gegeben. Nebelschwaden lagen über dem Hafen von Ark. Von der See her wandten... Okay, wenn die jetzt da 20 Seiten lang die Gegend beschreiben, dann werde ich das nicht durchlesen. Und ja, es ist sehr viel. Oh Gott. Er wandte den Kopf zur Seite, sodass ich die Narbe in seinem Gesicht klar erkennen konnte. Der Schattentänzer, er grinste schelmisch, doch in Wahrheit war es das Grinsen eines kleinen Jungen, der seine gesamte Familie verloren hatte. Ein wenig poetisch, aber ich könnte mich daran gewöhnen. Danach verschwand er und ward von keiner lebenden Seele mehr gesehen. Ja, ne? Whatever. Grüße. Natürlich. Und wir müssten hier jetzt mal die Augen offen halten. Ach, hier kann man noch so ein Ding kaufen. Arve Heldin der... Hat jetzt da immer eins. Arve Heldin der Wanderer. Schreitet... Ach, das war das. Habe ich da jetzt zwei von gekauft? Ne. Ne, das ist der Schattentänzer und das andere ist der Wanderer. Arve Heldin der Wanderer finden und bezwingen. Arve Heldin. Arve Heldin. Dann gucken wir mal, wo der ist. Mythen und Legenden, Band 1. Arve Heldin, der Wanderer. Verfasst von Erzmagister Gaiwan Giratu, 811 nach St. Einem kleinen vergilbten Gedichtsband zufolge lebt im Düstertal der Grimm. Folgender Teil könnte aus dem verrotteten Büchlein gerettet werden. Im Düstertal der Grimm? Achso, der heißt der Düstertal, okay. Folgender Tag konnte aus dem verrotteten Büchlein gerettet werden. Unten tief im düsteren Tal, ein Mensch mit tiefem Leid schreitet auf und nieder, immerfort. Erlösung ist sein Ziel. Lang sehnt er die letzte Reise nach ewigen Pfade herbei, und doch verwehrt bleibt es ihm, sodass er Erlass sich wünscht. Sein inneres Monstrum tobt und heult, wenn er sein Grab aushebt. Längst hat's von ihm Besitz erlangt und hindert ihm am Tod. Nun lauert er auf wackere Kämpfer, die seine Qual beenden, der jedoch versagte jede Waffe am schwarzen Pelz des Grimms. Das Weiß in seinen Augen grell scheint angsterfüllt bei Brand. So ist des Monstrums einzige Schwäche, das Lodern der Flamme im Fleisch. Hä? Angsterfüllt bei Brand? Feuer? Fragezeichen? Sein früheres Leben längst vergessen, seine Taten seinem Namen, die Sühne durch Malfas war gerecht, denn er, Anmerkung des Autors, die Tinte der letzten Zeilen ist durch Nässe verlaufen und der
Das Papier spröde und brüchig. Um wen oder was es sich genau handelt, ist nicht näher bekannt. Doch scheint seiner menschlichen Gestalt etwas Bestialisches hinzugekommen zu sein. Erzählungen über den Verbrecher Arveldin verweisen jedoch bemerkenswerte Gemeinsamkeiten auf. Jahrhunderte alte Legenden berichten nämlich über einen berüchtigten Mörder. Da ist ein Fehler. Namens Arveldin oder der gewissenlose, der unzählige Morde in Düstertal begangen haben soll. Auch vor hochrangigen Mitglied des Ordens habe er keinen Halt gemacht. Einst laute Arveldin einer Händlerkarawane an einem bestimmten Ort im Düstertal auf. Aha. Die Bande rund um den Mörder richtete ein Blutbad an und verschonte niemanden. Selbst Kinder waren unter den Toten. Malfas selbst sprach als Strafe ein Urteil über Arveldin, auf das für alle Zeit sein Charakter an ihm hafte. So fügte er dem Gewissenlosen eine groteske, wolfsähnliche Monstrosität hinzu, mit dem er fortan im Geist ringen musste und die gelegentlich auch äußerlich hervorbrach. Denn wie ein Wolf war auch Arveldin von einer wilden und animalischen Wesensart geprägt, die er seitdem als Bürde mit seiner letzten Menschlichkeit zu bekämpfen hatte. Okay. Grüße. Grüße. Gut, dann verkaufen wir jetzt aber mal unseren Shit. Fangen wir hier an. Eisenaxt. Achso. So rum. Beil. Zack, 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 zack. Flop. Ja, Eisenschwerter Flammen, da ist kein Saft mehr drauf. Langbogen. Messer. Spitzhacke. Auch eine weg. Dann den Quatsch. Das ist ein Set-Gegenstand. Blockt 4% mehr Schaden mit einem Schild. Ja. Kettenhandschuhe. Ein Rucksack. Lederschild. Lederschuhe. Schuhe, Tunika. Und weg. Damit sind wir bei 272. Ist immer noch ein bisschen viel. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch Ranz haben. Nach Gewicht sortieren. Ach so, das eine ist Eisenschwert, das andere ist Eisenclaymore. Die Claymore, die ist alle. Das Schwert haben wir noch. Ja, der Saft ist da weg. Naja, ich behalte die beide mal. Flöte, Hobel, Hufeisen, Käserad. Ja, das ganze Erz war halt schwer. Da haben wir 26 von. Ja, viel ist da jetzt nicht. Ja, Rhetorik haben wir noch im Buch. Das kann ich schon mal lernen. Schreitet wohl! Also war das schon ein Lehrlingsbuch. Rhetorik machen wir. Okay, da wird es links oben angezeigt und nicht in your face. Das ist etwas angenehmer. Wohl. Wohl. Okay, dann laufen wir zurück. Ist zwar jetzt nicht wahnsinnig viel Platz. Aber 100. Naja, ihr müsst halt wieder mehr Zeug in die Kisten legen. Aber die 100 müssen reichen erstmal. Und bevor ich dann in dieses große Dingen reingehe, werde ich dann nochmal verkaufen gehen in der Stadt. Bis dahin ist dann auch hoffentlich Tag. Ho! Da bin ich ja zufällig richtig gelaufen. Eisprank.
Das ist auch ein bisschen doof. Ah. Okay, wenn man Return drückt, dann kann man wieder in Cursor richtig interagieren. Da hinten müssen wir hin. Das ist ein bisschen tief. Okay. So, da waren aber jetzt auch direkt ein paar fiese Skelette. Jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich vielleicht als erstes mache. Brennen nach. Er macht 14, er macht 8. Machen wir mal. Das auch zum Favoriten. Hat da das Schwert drin? Ja. Nehmen wir die raus. Erstmal. Dann das Schwert in die Gruppe 1. Ja. Dann könnte man theoretisch auch den Geisterwolf da. Naja, ne, machen wir lieber das Feuer. Das passt schon so. Da nehmen wir aber jetzt die Feuerpfeile. So. Und dann rein. Oder ich mache hier mal den richtigen Spielstand. Werde ich erst das Ding zünden. Ich werde erstmal Quicksave machen, sobald ich da bin. Okay, das ist auch extrem gut gelaufen. Oh, schon Langbogen. Als in der Fahrt. Hm. Da musste ich mich nochmal versichern, dass der Schwierigkeitsgrad noch so hoch war. Wünn, ein geografischer Überblick. Ein schimmernder Kristall.
Gift. Vielleicht sollten wir die Spitzhacke nehmen. Ups. Alter! Ich sehe leider keine Möglichkeit, wie ich diese... ach so brüchige Wand auseinandernehmen soll. Naja, es ist halt dieses... das hier, was ich damit angreife und nicht die Wand. Die Wand ist da jetzt eher unbeeindruckt von. Das sieht aber auch so aus, als wenn die nach den Seiten aufgeht, als wenn hier genau so eine... so eckig wäre. Dass die eine Hälfte nach links, die andere nach rechts geht. Ich habe ja gequicksaved. Ich werde jetzt hier mal alles nach einem Hebel untersuchen. Wahrscheinlich ist der Hebel irgendwo genau in der Suppe drin. Können ja nochmal hier ein bisschen Licht machen. Oder man braucht einen bestimmten Gegenstand. Ah, da. Interagieren starten. Okay. Wir schleichen mit einer großen Lichtkugel über den Kopf durch die Gänge. Da sehe ich schon böses Viechgetier. Was war das denn? Da haben wir wieder diese Suppe.
Eine scharfe Spitzhacke. Na dann. Die macht 8 Schaden statt 6. Aber hallo. Ah, das war noch der falsche Skill, aber egal. Erstmal gucken, ob das hier rein ist. Sieht soweit aber gut aus. Außer diese Spinne da, die mich irgendwie nicht sieht. Die hat nicht aufgepasst. Ich glaube, da muss ich reinlaufen. Libelle im Glas. Ne, ich krieg gerade nichts ab. Dann ist diese Suppe hier nur Deko. Schere. Tisch. Ja, schön. Na gut, zerstörtes Buch muss ich dann jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ist aber auch nichts weiter. Na? Ich hätte alle meine. So. So, keine Ahnung, wofür ich die brauche. Aber wie immer, haben größer nicht haben. Okay. Puh.
Bin ich vorsichtig genug gewesen, damit ich die Dinger nicht ins Gesicht bekommen habe. Eine Bank, kann man sich setzen. Schön. Urne. Das ist ein Skelett, glaube ich. Ein Bandur oder so. Okay, ich glaube nicht, dass ich mit ihm hätte reden können. Naja, vielleicht aber doch. Wer weiß, was das ist. Geh mal erstmal hin, versuch mal zu reden. Ich weiß nicht, ob Bandur ein Name ist oder einfach nur ein Gegnertyp. Anscheinend ein Gegnertyp. Tja, mit Intelligenz ist er jedenfalls nicht gesegnet. Eine Eisenkriegsaxt der Auslaugung. Viel effektiver Schleichen. Mhm. Fußstapfen des Vielgereisten. Kann natürlich sein, dass man den auch für irgendeine Quest braucht. Jetzt weiß ich nicht, ob die dann retroaktiv zählen. Ich hoffe es mal. Ja. War ja nicht so gemeint. Da hinten geht es noch weiter, wie es aussieht. 64%. Massive Truhe. Toll. In den Truhen ist nur Schrott drin. Da ist was Besonderes. Was? Der hat mir aber jetzt hier nicht angezeigt, dass ich was gefunden hätte. Ich glaube, der zählt ja hier auch mit. In den Statistiken, oder? Tage vergangen, 5 Stunden geschlafen, 5. Steht hier denn nicht, wie viele von diesen Dingern ich gefunden habe? Verliese abgeschlossen. Ich weiß nicht, was ein Verlies, als was ein Verlies zählt. Counter gibt es hier jedenfalls leider nicht. Herrscht. Ah, da. Verbrechen. Kopfgeld. Schlösser geknackt. Angriffe. Unerlaubtes Eindringen. 7.
Pferde gestohlen. Herstellen, Seelen gefangen. Hauptquests abgeschlossen. 5. 8. Nebenquests in Flussheim abgeschlossen. 0. Habe ich doch schon welche gemacht. Kaninchen geschlachtet. 0. Mhm. Ja, aber die, wie viele von diesen Dingern ich gefunden habe. Lehrbücher gelesen. 0, das ist aber auch falsch. Also sind einige Statistiken, die sind Quark. Häuser besessen. 0. Ja, finde ich jedenfalls nichts, was das hier erklären würde. Das ist einfach nur weg. Vielleicht muss man davon mehrere finden, damit das dann funktioniert. Dann lasse ich das da mal stehen. Nicht, dass das ein Fehler ist und das erst gefixt werden muss oder so. Weil das sieht mir irgendwie so ein bisschen suspicious aus und ich vermute halt immer irgendwo einen Fehler. So. Ach, da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Armsiedler Seelenstein. Das gefüllt. Schockschutztrank. Ist niemand. Altes Schlachtermesser. Hallo. Stehen, du Hand. Das sind halt nicht die schnellsten. Urne. Ihr tragt zu viel. Dann werden wir wohl wieder ein bisschen was wegwerfen müssen. Das hier zum Beispiel. Quatsch. Okay, scheint jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu sein. Hier ist es jedenfalls zu Ende. Alter Stoff.
Ah, ich glaube, wenn man keine Kisten knacken kann, dann verpasst man nicht viel in dem Spiel. Oh, okay. Cool. Das sieht so ein bisschen nach einer Falle aus. Brief. Hölzerne Rose. Okay, dann gucken wir mal. Brief. Große Teile des Briefes sind blutverschmiert, einiges davon aber noch lesbar. Folgende Passage erscheint euch interessant. Dann machen wir es so. Ich gehe zur alten Zollstation in Herzland und du suchst mir Hektor dieses alte Hügelgrab an der Sonnenküste ab. Vergesst nicht, was der alte Mann uns gesagt hat. Es mag zwar eine Ruine sein, aber gerade mit diesem roten Wahnsinn, von dem in letzter Zeit alle reden, sollten wir uns darauf einstellen, den einen oder anderen Schädel eindreschen zu müssen. Also, wir treffen uns dann in Nomaden in Ark wieder. Wahnsinn, wenn da etwas dran sein sollte, dann sind wir alle reich. Es heißt, diese seltsame Kauz zahlt uns für alle Rüstungsteile genug, um jahrzehntelang jeden Tag mit einem anderen Weib in der Silberwolke zu verbringen. Oder in dem Fall mit einem anderen Kerl. Das wird... in deinem Fall mit einem anderen Kerl. Das wird unser großes Ding, Gevatter, ich sag's dir. War das denn der Richtige? Ich glaube, ja. Ach, mit dem Auge kann man sehen, ob man nicht schon gelesen hat oder nicht. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Dunvar. Ja, Dunvar hatten wir schon. Ach so. Und dann hatten wir immer noch zu viel Krams mit. Dann gucken wir hier nochmal. Beil kann weg. Reicht. Hallo. Eine Tunnelspinnenkönigin. Mal gucken. Na, die recken nicht. Dann sollte die wohl keine wahnsinnige Herausforderung sein. Hallo. Wie hieß die? Dann schaue ich das auch mal gerade auf. Tunnelspinnenkönigin. Tunnelspinnenkönigin. Und wehe, du hast jetzt keine großen Schätze. Aber bitte nicht zu schwere, denn die kann ich nicht mitnehmen. Geht's jedenfalls noch weiter.
Also keine Schalter oder sowas. Okay, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, ja. Da ist noch einer. Ja, dann werde ich hier erstmal einen Schnitt machen. Und dann bringen wir das hier beim nächsten Mal zu Ende. Also, bis dann!